Herr Panisidi, Sie hatten im Jahr 1990 im Alter von 29 Jahren einen Motorradunfall, der zu einer Nahtoderfahrung führte. Jawohl. Was haben Sie damals erlebt? Also die Geschichte fängt an, 28. Mai 1990. Es war genau 15:35 Uhr. Von mir aus gesehen eine Linkskurve, die aber nicht einsichtig war, weder vom Gegenüber noch von meiner Seite. Und das Gegenüber war ein landwirtschaftliches Fahrzeug, ein Heulader, der überfuhr die Sicherheitslinie, kam auf meiner Seite entgegen. Ich leitete eine Notbremsung ein und die Kollision war unausweichlich. Kurzen Moment war ich weg. Als ich wieder aufwachte, sah ich, mein rechtes Bein war weg. Das war sofort abgetrennt durch den Aufprall. Das linke Bein war fast ab, offener Beinbruch. Kollege, der hinten nachfuhr, der machte erste Maßnahmen, Aorta abgedrückt, etc. Dann ging es relativ schnell. Dann kam die Rega, das ist die Schweizerische Rettungsflugwacht mit dem Helikopter, holte mich ab und brachte mich ins Kantonsspital Aarau, weil das Regionalspital in dieser Gegend war viel zu klein für so schwierige Unfälle. Dort wurde ich notversorgt und nach 2, 3 Tagen fingen die Probleme an. Ich bildete im Unterschenkel rechts so ein wie eine Art Leichengift, wurde aber nicht bemerkt. Und mein Zustand verschlechterte sich von Stunde zu Stunde. Und man legte mich oder ich fiel ins Koma. Und von diesem Moment an, ich weiß jetzt nicht genau, ob es gleich von Anfang an war, auf jeden Fall. Ich war 3 Wochen, wurde mir nachher gesagt, im Koma. Und ich erlebte, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich tot war. Ich sah mich auch nicht von oben. Aber ich ging mit einer sehr hohen Geschwindigkeit auf ein Licht zu. War für mich absolut neu. Was passiert mit mir? Ich begriff das nicht. Als ich dort war, das war wie ein Raum, aber ich fühlte mich wie geborgen, wie nach Hause zurückgekehrt, nach langer Abwesenheit. Und ich merkte auch ein Wesen, ein jemand, der dort war. Spürte ich, aber ich konnte ihn nicht sehen. Aber ich wusste, dass dieser jemand dort das Sagen hat. Und so sagte ich ihm, ich möchte gern hier bleiben. Das ist für mich gerade in Ordnung, weil ich wusste ja, wie es auf der Erde mit mir aussehen würde. Und ich fühlte mich dort richtig geborgen. Wie in Mutters Schoß, wie man so sagt. Und das Gegenüber sagte mir, ich könne nicht hier bleiben, ich müsse zurück. Und ich hätte noch diverse Aufgaben zu erledigen. Und ich war mit dieser Antwort nicht so einverstanden und insistierte nochmal, ja, er hätte doch die Möglichkeit, mich hier sterben zu lassen und dann könnte ich hier bleiben und alles wäre gut. Und dann kommt der Moment, wo er sich zu erkennen gab. Aber er sagte mir nicht, ich bin Jesus Christus, sondern ich wusste es sofort, weil er das sagte. Mein Vater hat dir, die Jahreszahl hat er nicht gesagt, so und so viele Jahre Leben gegeben. Die kann ich dir nicht wegnehmen. Du musst sie ableben, also verleben die Jahre.
und du hast noch Aufgaben zu tun. Und dann wusste ich, ohne eben, dass er mir das sagte, dass das Jesus Christus ist. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also Anlaufstation ist Jesus Christus und nicht direkt Gott Vater. Und ich wusste nachher, dass ich zurückkehren muss auf die Erde und dass ich eben diese Aufgaben, die mir auferlegt worden sind, die muss ich noch machen. Es gibt keine Abkürzung für mich. Und wie soll ich sagen, ich wusste auch, dass ich wohlbehütet nachher wieder zurückkehre, ohne nachher im Spital wurde mir gesagt, dass wahrscheinlich ich als mit dem Gehirnschaden aufwachen würde, wegen Sauerstoffmangel, den ich erlitten hatte und so weiter und so fort. Das wusste ich aber nicht, weil ich ja in einem Montanort war. Aber Gott schickte mich ja zurück und er machte mich so weit gesund, dass ich, ja, was nützt es, wenn ich einen Hirnschaden hätte, dann hätte ich ja gar nichts mehr erreichen können auf der Erde. Und er zeigte mir noch diverse andere Dinge. Er zeigte mir auch einen Abgrund, den ich als Volksmund sagt Hölle, ich sage Sheol oder Hades, mir zeigte. Ich sah aber keinen Teufel da mit einer Mistgabel oder Feuer und so. Ich sah einfach Leere, Kälte, Gottesferne. Das sah ich so wie über einen Abgrund guckte ich hinunter. Und ich wusste, es gibt auch das andere, nicht nur das Göttliche, es gibt auch das Gegenteilige. Und so bekennte ich Jesus Christus meine Fehler ein, dass ich falsch gelebt habe. Ich war sehr viel ich-bezogen. Also das heißt, ich guckte immer, dass das Wasser auf meine Mühle läuft. Ich war so ein Ich-Mensch. Und machte meine Sünden, ist gleich was, ich klaute mal was, ich machte einfach unbiblische Sachen, unredliche Dinge. Und ich erkannte das alles und konnte Buße tun, das heißt anerkennen, ich habe es falsch getan, Jesus Christus seine Vergebung angenommen und bin seither ein wiederbekehrter Christ. Das habe ich dann nachher, als ich auf der Erde wieder aufwachte, machte ich das, was ich gesehen und getan habe im Himmel oben. Also ich war nicht im Himmel, sondern es war wie ein Vorhof. Ich war nicht in der absoluten Herrlichkeit. Das kommen wir erst später dann hinein. Aber ich war wie in einem Vorhof, machte ich nachher auf der Erde unter, machte ich das fest. Jesus, ich habe erkannt und bekannt und jetzt gehe ich den Lebensweg mit dir und seit November 1990 gehe ich auch in eine freie evangelische Gemeinde, lese die Bibel, bete am Morgen, bete unterm Tag, verbringe so meine Zeit mit Gott und mit meinen Mitmenschen. Und die Mitmenschen betrachte ich auch ganz anders. Ich helfe gerne, erweise Liebesdienste, also Gefälligkeitsdienste sehr gern an meinen Mitmenschen. Versuche immer mit allen Menschen Frieden zu haben. Manchmal nicht ganz einfach, aber meine komplette Einstellung wurde geändert. Ich muss jetzt, oder ich will sagen, ich will sagen, dass der Unfall, so tragisch er ist, mir doch zum Segen wurde, weil ich so immens wie soll ich sagen, Horizonterweiterung bekommen habe.
die ich sonst nie bekommen hätte. Ich weiß jetzt, warum wir leben, für was wir leben, wie ich mich verhalten soll, etc. Und vorher hab ich das alles nicht auf dem Radar gehabt. Das, Gott existierte für mich nicht. Ich war Atheist. Ich glaubte nur, das, was ich sehe. Und so. Und was dann auch noch war, als ich aufwachte, dass alles, was ich erlebt habe, ich habe ja sehr viele Dinge erlebt. Ich habe das Buch des Lebens gesehen, ein leuchtendes Buch. Da werden alle Christen, also alle, die sich zu Jesus Christus bekennen und wiedergeboren sind, werden eingeschrieben wie ein Inventar. Oder eben das Buch habe ich gesehen, ich habe den Hades gesehen, ich habe die Vater-Sohn-Beziehung kennengelernt. Ich bekam so viele Dinge mit, die ich nachher in der Schrift nachlesen konnte. Also dann war für mich das wie ein Beweis. Ich habe das nicht irgendwie geträumt durch die Schmerzmittel, die ich bekommen habe, das Morphium und alles, sondern ich habe das reell erlebt. Ich ging ohne Bibelwissen in das Koma, kehrte mit riesigem Bibelwissen aus dem Koma zurück. Das ist für mich heute noch phänomenal, dass ich das so erleben durfte. Oder? Und ich erzählte das natürlich meiner Verwandtschaft und meinen Freunden. Und viele fanden das eine sehr interessante Geschichte. Sie akzeptierten das. Und ein oder andere sagte, ja, wir werden sehen. Ich bin da nicht so einverstanden. Gut. Ich auf jeden Fall bin Gott dankbar für dieses Erlebnis, für diesen Unfall und für dieses Erlebnis, das ich nachher hatte, weil ich jetzt eine ganz andere Gesinnung bekommen habe und anders ticke, wie man so sagt. Ja. Er zeigte mir dann noch ein paar andere Dinge, wie ich bekomme noch zwei Buben, also zwei Knaben. Ich war ja nicht verheiratet, ich hatte keine Familie. Er zeigte mir aber, dass ich zwei Knaben werde bekommen. Auch die Größe sah, und das stimmt alles, das trifft alles zu. Ich habe zwei Knaben und einer ist größer, der andere ein bisschen kleiner. Und so, er zeigte mir auch ein bisschen von der Zukunft, wie es auf der Welt zu und her gehen wird, wenn er wiederkommt, bevor er wiederkommt. Das habe ich 25 Jahre lang nicht gesehen. Jetzt die letzten 5 Jahre sind enorm, was für Abläufe jetzt in Bewegung gekommen sind und kommen werden, die ich vorher nicht sah. Oder? Und das ist ja auch eine Zusage in der Bibel, ich komme wieder und werde die Meinigen heimholen. Also man spricht dann von der Entrückung. Das kann man auch nachlesen. Und ich auf jeden Fall habe keine Angst mehr vor dem Tod. Wie ich sterben könnte, das könnte blöder sein. Ja, ich könnte schwere Krankheit, Krebs, weiß ich was, könnte schmerzhaft sein. Aber vor dem Tod, wenn ich dann mal nicht mehr bin, ich weiß, wo meine Seele ruht. Und zwar beim Herrn Jesus Christus, beim Gottvater. Und das ist für mich auch sehr im Herzen eine sehr große, wie eine Beruhigungspille. Ich habe keine Angst mehr vor dem Sterben. Also vor dem Tod, der unwillkürlich zu jedem Menschen kommt. Ja, es lebt keiner ewig. Ja, so, das ist so grob einmal der Ablauf, den ich erlebt habe. Ja. Waren Sie sofort nach dem Aufwachen aus diesem Koma überzeugt davon, dass es diese Jenseitswelt gibt und das Leben nach dem Tod? Oder hatten Sie vorerst noch Zweifel an dem Ganzen? Ich wachte auf
Das ging ja von einer Sekunde zur anderen. Also ich erlebte das auf jeden Fall so. Weil dort oben gibt es ja keine Zeit. Ich wusste auch nicht, dass ich 3 Wochen dort war. Und die Kommunikation war ja geistlich. Also nicht mit Worten über die Lippe, sondern alles mental. Und ich musste nie fragen. Ein zweites Mal, ich habe dich nicht verstanden, wiederholen bitte. Nur das als Einschub. Also ich wachte auf dem Bett auf, das ging, machte Wumms und dann war es wieder. Und dann hatte ich die Schwerkraft, Gravitation hatte ich wieder. Ich musste atmen und ich wusste, jetzt bin ich wieder auf der Erde. Also mein Körper ist mit der Seele wieder eins. Und ich wusste von dieser Sekunde an, von jetzt an gehe ich den Weg mit dem Herrn Jesus Christus. Das habe ich nicht als Fiktion abgetan. Das ist so reell, wie ich heute mit Ihnen rede. Ich kann das alles abrufen. Mein Hirn hat keine Amnesie über diese Zeit. War mir sonnenklar, dass ich das so erlebt habe. Und ich machte das im Spitalbett nochmal fest. Ich sagte, Jesus, das, was ich oben erlebt habe, will ich jetzt hier unten auch nochmal festmachen. Jetzt ist ja mein Körper wieder eins mit der Seele, Geist. Ich habe mich bekehrt dort oben, ich bekehre mich hier unten noch einmal und mache dieses Bekenntnis fest. Und ich will mit dir meinen Rest meines Lebens gehen. Und den gehe ich jetzt schon 1990 bis jetzt ins 31 Jahre und ich bereue keine Minute, dass ich diesen Schritt getan habe. Und Sie haben das Buch des Lebens erwähnt. Manche meinen ja, dass die Menschen, die da drinnen erwähnt sind, die stehen bereits fest. Aber Sie haben gesagt, da werden Menschen hineingeschrieben, die sich bekennen. Das heißt, wer da drinnen steht, das kann sich auch verändern. Das heißt so, wenn, also ich sah ja das Buch, und dann sagte er mir, ich sei noch nicht eingeschrieben. Noch nicht, weil ich ja mich noch nicht bekehrt habe, noch nicht Ja gesagt habe zu Jesus. Und wenn man einmal Ja gesagt hat, sich wirklich bekehrt hat zu dem, dann wird man eingeschrieben und Gott macht es mit einem zu Ende. Also man ist nicht einmal eingeschrieben und dann wird wieder ein Radiergummi genommen und dann wird man wieder gelöscht. Dann ist man von einem Geschöpf Gottes zu einem Kind Gottes geworden. Geschöpfe Gottes sind wir alle auf der Erde. Aber Kinder Gottes werden wir durch die Bekehrung zu Christus. Und die Zusage ist, wer mich und den Vater bekennt, der hat das ewige Leben. Und wenn wir diesen Schritt einmal von Herzen, nicht aus irgendwelchen ideologischen Gründen, ja, ich könnte mir da einen Vorteil erwirtschaften, sondern es muss von Herzen, nicht vom Kopf, sondern von Herzen geschehen, dann wird man eingeschrieben und dann ist das drin. Das ist wie in Stein gemeißelt. Das wird auch nicht mehr rausgelöscht. In Stein gemeißelt ist, das überdauert Jahrtausende, oder? Ja, so ist es. Also aus Ihrer Sicht kommt es darauf an, dass das eine Herzensentscheidung ist? Ja. Heißt das, dass ein kirchliches Ritual oder eine Konfession oder so etwas dazu nicht notwendig ist? Nein, absolut nicht. Das ist wirklich eine Herzensentscheidung. Ich bin ja als Kind getauft worden. Das kennen ja alle. Nur diese Taufe, die zählt eigentlich nicht. Da bin ich ein Kleinkind mit 5, 8 Monaten oder wie alt auch ich immer. Da kann ich ja nicht sagen, ich will den Weg mit Jesus gehen. Sondern als Erwachsener kann man das machen. Und ich habe mich noch heute, ein Jahr nach dem Koma, ganze Geschichte, habe ich mich als Erwachsener taufen lassen. Also da gibt es ein Taufbecken und da wird man eingesegnet und dann wird man untergetaucht. Und dann habe ich mich nochmal taufen lassen im Namen Jesu Christus. Das ist aber nur ein Gehorsamschritt. Ich bin dadurch nicht erretteter.
Ich habe nicht noch mehr Vorteile im Himmel wegen dem, aber es ist ein Gehorsamschritt, den man macht. Und eben, wie gesagt, es ist alles eine Herzensentscheidung. Nicht ausrechnen, welche Vorteile könnte ich dadurch erwirtschaften. Und das ist hier nicht Kopfwissen. Und das ist so, ja. Und bei Ihnen persönlich, diese Herzensentscheidung, war das ein bestimmter Zeitpunkt oder war das ein Prozess über mehrere Tage oder Wochen? Bei mir ist ja ganz speziell gewesen. Ich habe mich ja im Jenseits schon entschieden für diesen Schritt. Wusste aber, als ich im Spitalbett aufwachte, ich muss das nochmal tun. Also, wie ich vorher schon erwähnt habe, der Körper und der Geist ist wieder eins und dann tat ich es noch einmal. Also, das war bei mir nicht ein Prozess über Monate, die Jahre, dass ich mich da entschieden habe, sondern ich hab's erkannt und habe ja gesagt. Wie wenn mich meine Frau etwas fragt und ich sage ja oder nein. Ich muss nicht noch eine Woche überlegen, ja, soll ich jetzt, was soll ich sagen, oder? Sondern das war für mich sonnenklar. So klar wie keine andere Frage, die ich im Leben hatte. Haben Sie während dieser Zeit oder während diesem Zustand im Jenseits auch mit anderen Seelen kommuniziert? Nein, der Raum war eigentlich nur ich und Jesus. Aber Jesus, ich sah ihn nicht. Ich wendete mich immer, dort wo ich die Stimme hörte, wendete ich mich immer zu. Aber ich sah nicht. Das Einzige, was ich dann einmal sah, war meine Tante. Die lebte aber zu dieser Zeit auf der Erde. Aber ich sah sie auch im Himmel. Und das kann ich heute noch nicht klar definieren, worum was ich das so gesehen habe. Sie war auch eine gläubige Frau. Mittlerweile ist sie auch schon 13 Jahre gestorben. Die ist jetzt auch im Himmel beim Herrn. Aber mit anderen habe ich nicht kommuniziert. Was ich gesehen habe, war wunderbare Farben. Die gibt es gar nicht hier unten. Kann ich nicht erklären. Wunderbar. Und Instrumentalmusik habe ich auch nicht gehört auf dieser Erde. Und eben diese Liebe. Sie müssen sich vorstellen, die Liebe war so konzentriert, das könnte man ein Messer nehmen, ein Stück rausschneiden und essen. Aber das war Licht. Und doch war es Liebe, die Agape-Liebe. Eros-Liebe ist Sex, das ist eine Liebe. Aber die Liebe, die Bibel nennt, ist die Agape-Liebe. Das heißt, man opfert sich auf andere Menschen auf, man hilft, man tut. So, das. Und Jesus hat mir Liebe erwiesen. Trotz meinen 28, 29 Jahren, die ich geflucht habe und ich war ein Rabauk. Ja, ich war ein richtiger Rabauk. Und er hat mich angenommen. Warum er mich angenommen hat, das weiß ich bis heute nicht. Warum er sich diese Vorzugsrechte habe, dass er sich mit mir abgegeben hat. Ich hatte wie eine Privataudienz beim Papst, oder? Das ist ja das Höchste der Gefühle. Hatte ich eine Privataudienz bei Gott? Man stelle sich das vor. Ich nichts wissen wollte. Hat mir einen Unfall zukommen lassen, im Koma sprach er mit mir, nahm sich Zeit mit mir, mit dem Benedetto Panisiti nahm er sich Zeit, um zu rechten, auf Deutsch gesagt, oder? Und schenkte mir noch obendrauf das ewige Leben, weil ich das erkennen konnte, dass ich falsch gelebt habe. Ist für mich fantastisch. Ich könnte eine Million Mal Danke sagen, es würde nicht reichen. Also hatten Sie irgendwie das Gefühl, dass Sie das vielleicht gar nicht verdient hätten? Also wenn ich auf mein altes Leben zurückschaue, wie ich getickt habe, ist gleich wie hätte ich eigentlich nur den Tod verdient.
und nicht so eine Riesengnade. Was glauben Sie dann, ist mit Menschen, die ihr ganzes Leben lang nichts von Jesus und Gott hören, irgendwo auf der Welt? Ja, das ist eine gute Frage. Die wird daher Gottvater schon beantworten, weil er ist ein Wesen, der allwissend ist. Es gibt Leute, die wirklich so in die Gevölker, in den Urwäldern von Borne oder weiß ich wo noch nie etwas über Gott gehört haben. Das entscheidet nachher Gott, das kann ich Ihnen nicht sagen, was ist. Aber die ganze, also ich sage jetzt mal 95% der Welt, auch der Islam, kennt Christus und kennt die Bibel. Sie weiß, dass die vorhanden ist. Und durch die Evangelisationen, durch die Missionare in der ganzen Welt seit Hunderten von Jahren ist das schon weit bekannt, dass es einen Gott gibt, dass es Christus gibt, etc. etc. Also, dass sich da einer kann sagen, ja, ich habe noch nie etwas gehört, ist schon schwierig heute. Vor allem mit den ganzen Kommunikationsmitteln, die wir heute haben. Ja. Viele Menschen sagen ja, dass, also gerade auch aufgrund solcher Nahtoderfahrungen, wenn sie eigene Nahtoderfahrungen hatten, sagen viele Menschen, dass sie ursprünglich aus diesem Licht sind und schon vor der körperlichen Geburt existiert haben, als Seele, und dass sie eben ursprünglich aus diesem Licht kommen. Was denken Sie darüber? Alles, was ich jetzt darüber würde erzählen, wäre etwas von mir, eine Empfindung. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe Ihnen jetzt das ganz genau gesagt, was ich erlebt habe. Was vor meiner Geburt war, habe ich auch nicht gesehen, dort in dem Vorhof. Das habe ich nicht gesehen. Ich war vor meiner Geburt, ich kann es nicht sagen, was ich war, ob ich gekommen bin. So. Aber Sie haben, glaube ich, etwas davon erwähnt, dass dieses Licht oder dieser Zustand generell für Sie wie eine Heimat war, eine Geborgenheit, etwas Vertrautes. Genau. Da haben Sie recht. Als ich dort war, fühlte ich mich wie schon einmal dort gewesen. Wieder zu Hause, nach langer Abwesenheit, geborgen. Darum sagte ich auch, ich möchte gleich hier bleiben, ich will nicht zurück. Also aus dieser Erkenntnis heraus könnte man schon meinen, dass man schon mal dort war. Aber ich kann es nicht sagen, weil ich weiß es nicht. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann sage ich auch nichts. Das wäre überheblich. Was wir, also jetzt als Abschluss möchte ich doch das erwähnen, dass ich in der Schrift wird von der Entrückung geredet. Und ich, vor dem Koma wusste ich ja überhaupt nichts von der Entrückung. Null Ahnung, wie auch. Und der Herr zeigte mir, ich sah mich im Rollstuhl, ich sah mich, und ich wusste, dass ich das war. Ich sah aber mein Angesicht nicht, so konnte ich mein Alter nicht einordnen. Bin ich 50, bin ich 80, ich weiß es nicht. Und ich sah, ich war an einem Geländer, und es von einer Sekunde auf die andere wurde es von Horizont zu Horizont gleißend hell. Das heißt, Norden, Osten, Süden, Westen war überall ein gleißend helles Licht. Ich schloss so meine Augen, weil es so blendete wie eine Atom, eine Nuklearzündung. Und in diesem Moment hob ich ab und so wie wenn man von einem Gummiband heraufgezogen wird. Und ich sah die Erde, wie sie kleiner wurde. Ich konnte das nicht, ich verstand das nicht. Und als ich in die Decke, Wolkendecke eintauchte, von der Sekunde an war ich wieder auf der Erde. Das heißt,
Drüben an der Wolkendecke am anderen wartet, so wird es geschrieben in der Bibel, die Braut. Und die Braut ist Jesus Christus. Und die Entrückung heißt, es wird da kommen, da alle seine Gläubigen, die noch leben und vorgängig, die gestorben sind in Christus, werden entrückt, das heißt heimgeholt. Wie nach Hause holen. Und es gibt ja einmal eine Generation, die noch lebt, wie ich jetzt lebe. Sie müssen nicht alle gestorben sein. Und ich behaupte jetzt, das ist jetzt meine Meinung, ich gehöre zu der Generation, die entrückt wird während der Lebenszeit. Viele Christen, die das den Film werden sehen, werden mich verstehen, was ich meine. Weil das genau so wird es beschrieben in der Bibel, wann Jesus wiederkommt, wird zuerst die Toten in Christus und im gleichen Nu die noch lebendige Generation Menschen heimgeholt. Und ich weiß schon, warum, als ich in der Wolkendecke aufwachte, weil drüben an der Wolkendecke wartet Gott auf uns und ich kann Gott nicht sehen. Und dort war der Schnitt. Und das war ein Geschenk an mich, dass er mir das noch zeigte, dass ich in dieser Generation von Menschen bin, die bei lebendigem Leiben heimgeholt werden. Und das ist, das erzähle ich nicht immer. Vor allem in den Schulklassen, im Bibelunterricht gehe ich ja auch immer wieder mal. Da erzähle ich das nicht, weil die Kinder sind dann mit diesem Thema dann ein bisschen überfordert. Aber das ist für mich eine Freude, dass er mir das noch gezeigt hat, dass das so stattfinden wird, dass ich werde nicht eines normalen Todes sterben, sondern ich werde lebendig heimgeholt. Und die Zeichen der Zeit, die wir heute auf der Erde haben, mit dem ganzen, ich fange jetzt nicht an, was, wie, wo, wenn. Jeder Mensch weiß, was ich meine. Sind wir wirklich in der Zeit, da Gott eingreifen wird. Ja. Herr Panisidi, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen, dass ich so frei über Gott und die Zukunft sprechen durfte.